Der Crash der Regionalbanken in den USA geht unvermindert weiter. All das ist eine Folge schnell gestiegener Zinsen, denn man kann woanders eben sehr viel bessere Zinsen bekommen, als diese Banken bieten können. Würden Sie Ihren Kunden solche Zinsen bieten, wie sie etwa bei Geldmarktfonds erhältlich sind, 5% und darüber, dann wäre Ihr Geschäftsmodell kaputt. Und heutzutage kann man eben mit einem Smartphone, mit einer App innerhalb von 2 Minuten da Gelder verschieben. Also passiert das auch. Dementsprechend sind diese Banken unter Druck und dennoch hat die Fed gestern die Zinsen weiter angehoben, so wie die EZB heute auch. Und Fed-Chef Powell hat diese Bankenkrise so ein bisschen runtergespielt und gesagt, naja, indirekt gesagt, Subtext, wir haben alles unter Kontrolle, arbeiten nichts mehr unter Kontrolle. Die Dinge, die fliegen eben gerade so ein bisschen um die Ohren. Und wenn wir uns das hier mal anschauen, diese Grafik, Paul vor der Wahl, hohe Inflation oder einen Crash der Banken, Pleite, die Pleite von den Banken, er entscheidet sich dann für beide Optionen, zielsicher kann man sagen. Und hier ein Scherzkeks, hat heute auf Twitter ein eiliges Fed-Statement veröffentlicht. 2021 haben wir, die Fed, gesagt, die Inflation sei transitory, sei vorübergehend. 2023 haben wir gesagt, das Bankensystem, das ist gesund, das ist resilient, aber das war ein Irrtum, das war eine Verwechslung. Wir wollten eigentlich sagen, dass das Bankensystem vorübergehend ist und die Inflation sehr resilient und dauerhaft ist. Also das bringt die Dinge so ein bisschen auf den Punkt. 3 Banken heute im Fokus, Western Alliance, PacWest und First Horizon. First Horizon wollte eigentlich verschmelzen mit einer Bank aus Toronto, TD Bank, aber das wurde gecancelt. Warum? Ganz klar, wenn ich eine andere Bank bin, dann sage ich, naja, diese Bank ist in Schwierigkeiten und im Zweifel wird der Staat sie retten müssen oder wird da praktisch übernehmen müssen, wie das bei den anderen Pleitebanken ja auch der Fall war. Und dann kriege ich das viel günstiger. Guckst du, wie JP Morgan da ein Schnäppchen gemacht hat? Also ist keine andere Bank bereit, hier wirklich einzuspringen. Und schauen wir uns mal die Performance allein in dieser Woche an. Da kann man wirklich von einem Crash sprechen. PacWest minus 67%, HomeStreet minus 48%, First Horizon minus 47% und wie sie alle heißen, Western Alliance minus 34%. Also das ist schon ein ziemliches Kursmassaker, was da passiert alleine heute. Es ändert sich schnell, PacWest minus 47, First Horizon minus 40 und so weiter und so fort. Wir sehen, dass den KRE-ETF, also das ETF, das die regionalen Banken in den USA abbildet, über 6% im Minus, aber auch die großen Banken sind im Minus, etwa eine JP Morgan über 2%, eine Bank of America, natürlich auch eine Charles Schwab, eine Wells Fargo, sie alle sind heute so ein bisschen rot. Und der Western Alliance, da gab es dann einen Bericht der Financial Times, der sagte, ja, auch Western Alliance, eine Bank aus Los Angeles, wenn ich das richtig erinnere, die sucht einen Käufer, die ist auch in einer schwierigen Lage, daraufhin die Aktie abgestürzt, daraufhin dann das Dementi von Western Alliance. Nein, das würde alles nicht stimmen, kann man natürlich jetzt noch nicht sagen, was da der Fall ist, aber wie gesagt, es sind so viele Banken, über 200 Banken, die ähnliche Probleme haben in den USA, und dieser eine Professor namens Amit Seru, der an der Stanford University sagt, im Grunde ist die Hälfte der US-Banken derzeit insolvent. Das ist eine Folge dieser schnellen Zinsanhebungen und die sind gekommen, weil die Fed die Inflation falsch eingeschätzt hat und dann die Zinsen extrem schnell anheben musste. Hier sehen wir mal, Inflation is transitory. Inflation wird keine Rezession auslösen. Wir werden eine sanfte Landung der Wirtschaft hinbekommen. Jetzt heißt es, es wird vielleicht eine milde Rezession geben, aber selbst das hat ja Jerome Powell letztendlich negiert gestern. Und heute hatten wir Daten, die so ein bisschen das stagflationäre Umfeld beschreiben, das wir derzeit haben. Denn die Produktivität ist um 2,7% gefallen im ersten Quartal. Stärker als erwartet, und vor allem die Arbeitskosten sind stärker als erwartet gestiegen, 6,3% statt 5,6%. Also die Kosten steigen, aber das Wachstum ist nicht da. Eine unschöne Mischung, aber die Aktienmärkte sagen sich, irgendwie geschieht ein Wunder, und diesem Wunder wird teilweise nachgeholfen durch diese Zero-DTE-Optionen. Das sehen wir hier, wie hier versucht wurde, dagegen zu halten. Hier ein Chart von Spot Gamma, der besten Seite für Optionen aus meiner Sicht. Aber Jeff Gundlach, der hat gesagt, die Märkte sind zu complacent. Die Aktienmärkte vor allem. Wir sehen heute moderate Minuszeichen wieder, vor allem der Dow Jones im Minus. Nasdaq hält sich besser.
Aber wir sehen, der WIX über 14% gestiegen und wir sehen vor allem den Russell 2000 über 2% im Minus. Und da sind viele Finanzwerte drin, macht etwa 20% der Gewichtung aus der Finanzsektor im Russell 2000. Und dieser Russell 2000, den es als ETF auch handelbar gibt, nämlich IWM, das Kennzeichen, der könnte jetzt den vierten Monat hintereinander negativ sein. Das gab es zuletzt im Jahr 2011. Aber heute kommt der Dickfisch mit einer Gewichtung von 7,2% im S&P 500, nämlich Apple. Das ist die größte Gewichtung eines einzelnen Unternehmens im S&P 500 seit 1980 und die Apple-Aktie handelt jetzt zwei Standardabweichungen über ihrem historischen Durchschnitt. Also das ist durchaus eine sportliche Bewertung. Apple und Microsoft alleine machen jetzt 13,9% im S&P 500 aus. Auch das die größte Konzentration von zwei Aktien im S&P 500 und Apple wird heute vielleicht verkünden 90 Milliarden an Aktienrückkäufen, also dieses Financial Engineering, das könnte da weitergehen. Wie könnten die Zahlen ausfallen? Wir werden sehen. Charttechnisch ist Apple an einer interessanten Marke, wie wir hier sehen. So eine Wedge, wird da der Ausbruch nach oben oder nach unten passieren, werden wir sehen. Aber hier sehen wir mal, wie abhängig Apple von den Verkäufen der iPhones ist. Das Ganze macht 52% der gesamten Umsätze aus von Apple. Das ist also enorm, was da passiert. Hier mal der Vergleich mit anderen Umsätzen. Das ist etwa mehr als oder deutlich mehr als JP Morgan überhaupt umsetzt. Also das sind schon gigantische Zahlen. Da muss also alles gut gehen. Und jetzt hatten wir ja gestern Abend Zahlen von Qualcomm. Der packt ein Unternehmen, das ja im Chip-Bereich gerade für Smartphones aktiv ist. Und hier sehen wir, dass Qualcomm gesagt hat, weaker smartphone business will persist at least through September. Also mindestens bis September wird das Ganze schwach bleiben, die Aktie dementsprechend unter Druck. Wir hatten ja schon Zahlen aus Vietnam, wichtigstes Exportgut, Smartphones, schwach. Wir haben Taiwan, wir haben Südkorea, alles deutet eigentlich auf schwache Elektronikexporte aus diesen Ländern hin, die ja praktisch mit China eben hier maßgeblich sind. Und Alexander Vogt hier, mal mit der Analyse, gucken wir mal, wie teuer die Aktie ist. Gucken wir uns mal die durchschnittliche Bewertung der letzten 10 Jahre an. Und damit Apple auf dieses kursdurchschnittliche Bewertungsniveau fällt, der letzten 10 Jahre, müsste die Aktie 30% fallen. Jetzt ist die Frage, wird Apple sogar heute rückläufige Umsätze melden? Das werden wir sehen. Jetzt kommen wir nochmal zu Europa und zur glorreichen EZB. Die EZB hat heute nur um ein Viertel Basispunkt oder ein Viertelprozent die Zinsen angehoben, aber man hat gesagt, die Inflation Outlook continues to be too high for too long. Also zu hoch für zu lange, also müssen wir was machen. Aber die Fed hat nicht nur die Zinsen angehoben, sondern sie betreibt jetzt auch aktiv Bilanzreduzierung, Quantitative Tightening, 15 Milliarden Dollar pro Monat, jetzt nochmal im Mai und im Juni und dann ab Juli mit 30 Milliarden geht es dann weiter. Wer hätte gedacht, dass wir mal eine Bilanzreduzierung in der Eurozone sehen und Madame Lagarde war dann auch sehr hawkisch in der Pressekonferenz, nichts mit Zinspause, hat sie gesagt, wir sehen signifikante Aufwärtsrisiken für die Inflation, das hat dem Euro geholfen, der ein bisschen schlechter gelaunt war, weil die EZB eben nur die Zinsen um ein Prozentpunkt angehoben hat. Und hier sehen wir mal, wie die Märkte reagieren, die Anleihemärkte. Hier etwa die zweijährige deutsche Staatsanleihe, die ja besonders auf Zinsveränderungen reagiert. Hier sehen wir die Renditen, die sind deutlich gefallen. Also die Märkte sagen, die Anleihemärkte sagen, viel weiter wirst du nicht die Zinsen anheben können. Christine, wir widersprechen da. Die EZB sagt doch. Und interessant auch, gestern wurde Paul ja gefragt, der Fed-Chef, naja, ist das denn jetzt schon restriktiv, eure Geldpolitik oder nicht? Und Paul hat gesagt, schwer zu sagen, das weiß man nicht. Aber die glorreich Begabte, gerade in Finanzbereichen, so glorreich Begabte, Christine Lagarde hat gesagt, ich weiß es ganz genau. Und hier hat sie dann ganz klar gesagt,
dass es eben so ist, dass hier diese Politik der EZB jetzt restriktiv sei. Wir sehen ja, dass die Kreditvergabe auch in der Eurozone deutlich eingebrochen ist. Und dementsprechend gehe ich davon aus, dass die Fed eben auch nicht mehr viel Potenzial nach oben haben wird. Und dann auch die Frage an Lagarde, naja, was ist denn, wenn die Fed eine Zinspause macht? Macht ihr dann mit? Und sagt die, wir haben doch nichts mit der Fed zu tun, wir sind nicht abhängig von der Fed. Aber hier sehen wir mal die Leitzinsen. Die Fed fängt immer vorher an und dann kommt die EZB hinterher gewackelt. Also man ist sehr wohl abhängig von der Fed. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass das Aufwärtspotenzial beim Euro begrenzt ist. Und hier ein sehr guter Kommentar eines Finanzmarktweltlesers, der sagt, die ganze Ursache dieses Problems, das wir haben, ist die Nullzinspolitik. Da wurde Geld umsonst verliehen. Er beschreibt, wie er ein Haus gekauft hat, teuer. Allerdings hat er komplett 100% Finanzierung von der Bank bekommen für unter 1% Zinsen. Und das sei ja total absurd, weil er weniger zahle als manch einer für eine 2- bis 3-Zimmer-Wohnung dafür. Aber jetzt sagt er, und das ist wirklich interessant, dass die Banken eben nicht bereit sind, jetzt auszuhelfen, weil sie davon ausgehen, ja, der Staat wird dann schon retten. Und letztendlich ist das ja dann eine Umlage auf die Bevölkerung, auf die Menschen, die das letztendlich zu bezahlen haben. Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt. Dementsprechend die Märkte noch relativ entspannt, weil sie sagen, oh, siehst du, der Staat wird das ja schon alles irgendwie retten. Aber ein Effekt, den ihr hier seht, dass die Kreditvergabe eben deutlich zurückgeht, das sehen wir in den USA, das sehen wir in der Eurozone und das wird schwierig werden. Das wird sozusagen dann diese wirtschaftlichen Abschwung deutlich einleiten. Kommen wir abschließend noch ein bisschen zur Geopolitik. Der Kreml hat heute mehr oder weniger eindeutig den Amerikanern die Schuld für diese vermeintlichen Drohnenangriffe hier zugeschoben. Washington is certainly behind this attack, also Washington ist hinter dieser Attacke. Wir werden darauf reagieren, so heute der Kreml. Wir sehen, wie zum Beispiel die deutschen Importdaten eingebrochen sind. Im März minus 5,2% zum Vormonat, die minus 6,4% zum Vormonat, die Exporte minus 5,2%. Zahlen von Maersk, dem mitgrößten Containerschiffsräder, die bestätigen das. Und vor allem aus den deutschen Zahlen sieht man die China-Schwäche. Die Exporte Deutschlands nach China sind deutlich zurückgegangen, wie auch die Importe aus China sind deutlich zurückgegangen. Spricht für eine schwache chinesische Wirtschaft und oder für eine Entkoppelung, zunehmende Entkoppelung zwischen China und dem Westen. Aber das ist vielleicht noch im Anfangsstadium und jetzt kommen wir hier glorreich nach Deutschland. Sie wissen ja vielleicht noch, als der legendäre Jürgen Trittin gesagt hat, also die Mehrkosten für erneuerbare Energien dürften nicht mehr betragen als eine Kugel Eis. Das ist wahrscheinlich die teuerste Kugel Eis der Weltgeschichte. Und hier ein Twitter-Kommentar, Robin Hood nahm das Geld der Reichen und gab es den Armen. Robert Habeck nimmt das Geld der Armen und gibt es den Reichen. Damit ist die Greichen-Familie gemeint. Die Familie also des Staatssekretärs im Wirtschaftsministerium, den Sie hier unten sehen. Habeck sagt dann zu Scholz, shit, was soll ich denn jetzt machen? Ich bin der Vetternwirtschaft überführt. Sag einfach, sagte Scholz, dass du dich an nichts erinnern kannst. Das bringt das Ganze so ein bisschen auf den Punkt. Hier sieht man mal diese Verflechtungen, Habeck, Greichen, diese ganzen Sippen, die hier wunderbar verdienen, dazu Investoren aus den USA. Na klar, will man dann schnell aus der Atomkraft raus. Da wird auch kräftig teilweise Geld mitverdient, also wunderbar. Alles Suche, denn wir fokussieren uns komplett auf Strom, sowohl im Wärmebereich als auch in allen anderen Bereichen. Wenn wir jetzt aber ein Problem mit Strom haben, dann haben wir ein riesiges Thema. Wir sind viel zu eingeengt auf dieses Klumpenrisiko. Alles muss mit Strom laufen und wie stark dieses Klumpenrisiko ist, hat jetzt Vonovia gezeigt. Die können in einigen Gebäuden die Wärmepumpen nicht in Betrieb nehmen, weil die Netze dafür zu schwach sind. Das ist noch ein anderes Thema. Ist die Infrastruktur dafür überhaupt geschaffen? Also klar, Strom ist wichtig, es ist wichtig oder gut, mit relativ effizienten Wärmepumpen auch zu heizen, gar keine Frage, aber wenn ich praktisch keine Alternative mehr habe, dann bin ich mir Risiken ans Bein, die ich letztlich nicht kontrollieren kann. Abschließend drei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Bankaktien im Absturz, Shortseller verdienen dabei kräftig. Erste Empfehlung, was genau ist da passiert heute? Zweite Empfehlung,
Natürlich die Apple-Zahlen. 22.30 Uhr, wenn wir bei Finanzmarktwelt über die Zahlen berichten. Hier mal eine Vorschau, was da genau zu erwarten ist. Und hier schreibt ein Twitter-Kommentar, also ich will euch ja nicht die Herzen brechen, aber selbst wenn Apple heute die Erwartungen schlägt, wird das leider nicht die Bankenkrise oder das Problem mit der Schuldenobergrenze lösen. Also 22.30 Uhr rein schon bei Finanzmarktwelt und diesen Vorschauartikel lesen. Und letzte Empfehlung, Rezession, Deutschland und Maersk zeigen, wie stark der Welthandel derzeit einbricht. Praktisch ein Vorläufer für die Rezession, also drei Empfehlungen plus heute Abend 22.30 Uhr Apple. Ich sage Servus und Ciao. Morgen ja kein Marktgeflüster, sehr wohl, aber noch morgens nochmal einen Videoausblick. Also Servus, Ciao.